Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Subsistence hier auf Dalbert TV. Ich habe in der letzten Folge angekündigt, dass wir heute in die Höhle gehen. Es gibt nur ein kleines Problem. Und zwar, ich habe es jetzt hinbekommen, dass wir diese Taucherweste bzw. Tauchausrüstung, die zweite, gebaut haben. Das habt ihr in der letzten Folge gesehen. Ich hatte jetzt auch wirklich alles vorbereitet. Ich habe es auch wieder geschafft, Schmutzwasser zu trinken, deshalb die Infektion. Mir ist aber vorher schon aufgefallen, ich habe gar kein Gegenmittel. Und für Gegenmittel, ich habe zwar jetzt mittlerweile genug von diesem medizinischen Kram, aber es fehlen Algen. Das heißt, zum einen müssen wir noch ein paar Algen besorgen. Und das Zweite, was mir jetzt aufgefallen ist, ich würde schon ganz gerne mit 3 Flaschen runtertauchen. Macht, glaube ich, am meisten Sinn. Das Problem ist, sollte ich dann doch sterben und wieder hier oben landen, bringt mir das Ding alleine nichts. Und für die nächste Druckluftflasche brauche ich nochmal 8 Zinkfragmente. Das heißt, was wir jetzt als erstes machen, beziehungsweise was wir jetzt heute nochmal machen, ist doch nochmal ein Ausflug. Und zwar mit dem Ziel. Sekunde, ich hole nochmal eine andere Spitzhacke oder eine weitere. Mit dem Ziel, Erze zu sammeln auf jeden Fall und natürlich auch wieder so das übliche Loot-Zeug zu machen. Ich werde aber jetzt, ich habe keinen Dietrich dabei, ich habe es jetzt auch nicht geschafft, noch einen nachzulegen, beziehungsweise warte mal, würde ich es nicht sogar schaffen? Sekunde mal eben. Das muss ich mal gerade gucken, weil ich brauche nämlich von dem anderen Kram eigentlich gar nichts. 2 Bretter müsste ich wohl hinkriegen. 1, 2. Dann wieder hier von dem. Ich glaube, es mangelt jetzt tatsächlich mal wieder an Eisen, ne? Genau, 3 Eisen fehlen mir noch. Gut, dann lege ich mir das Zeug schon mal hier rüber. Und das eine Brett nehme ich mit, komm. Und ich denke mal, wenn wir wiederkommen, haben wir auch genug Eisen, dass ich dann nochmal einen Dietrich machen kann. Dann machen wir jetzt doch nochmal erstmal einen kleinen Ausflug. Habe ich die Spitzhacke? Jawohl. Boah, diese Wölfe. Direkt am Spawnpunkt. Das ist ja schon fast aufdringlich. Da ist der nächste. Das ist doch jetzt nicht eine Premium-Kiste. Dann würde ich sagen, das Spiel verspottet mich, aber es ist keine. Ein Level 2 Wolf. Wenn er Agro zieht, mache ich ihn kalt. Wenn er mich in Ruhe an die Kiste lässt, lasse ich ihn leben. Ohne Feder. Sehr cool. Hier haben wir schon mal erztechnisch. Kalium. Ich weiß nicht, ob das so klug war. Spenden. Naja, war nicht dran. Das wäre jetzt wieder so eine typische Duddlebear-Situation. Wolf-Argo ziehen und dann erstmal ins Inventar gehen oder irgendeinen anderen Quatsch machen, der dazu führt, dass man in den Hintern gebissen wird. Kiste nehmen wir nochmal mit. Ja, eigentlich, ich hatte geguckt, ich habe ja da vorne mehrere Löcher, weil ich auch ständig zu den Geräten runtertauche und so. Eine einzige Alge hatte ich jetzt im näheren Umkreis gefunden. Und das ist halt auch der nächste Punkt. Solange der Winter hier noch anhält, was nicht mehr lange sein kann, fände ich es jetzt auch irgendwie doof, da in die Höhle zu tauchen. Weil da reicht ja dann schon Fehler, Sauerstoff nicht richtig kalkuliert, was auch immer. Ich weiß nicht, wie die Temperaturen da unten sind, wegen Wärme und so. Deswegen würde ich da schon ganz gerne auch warten, bis der Schnee geschmolzen ist. Ich denke, das sollte auch nach der Folge hier erledigt sein. So, jetzt zieht es mich natürlich wieder hier hoch zum Puma. Meine Kisten sind ja sehr, sehr schön, die wir da unterwegs zu so kriegen. Aber wir wollten ja eigentlich Erze. Erze und Hühnchen. Wo ist er? Nicht zu sehen. Dann hockt er bestimmt da hinten. Noch einmal kurz von hier gucken. Kein Erz, kein Puma. Ich wollte eigentlich hier hoch, weil normalerweise an dem Felsen da, wo die Plattform steht und auch an diesem Felsen hier spawnen eigentlich immer jeweils mindestens ein Erz. Aber irgendwie habe ich da heute kein Glück, so wie es aussieht. Null. Bah. Ich sollte, glaube ich, aufhören anzukündigen. Habe ich schon wieder nichts gefuttert? Kann auch nicht mein Ernst sein jetzt hier. Ich habe echt nichts gefuttert. Trottel. Egal. Trottel.
Tralalalala, das war ja wieder so ein typischer. Ja, ich sag nichts dazu. Ich höre einfach auf zu sprinten. Dann sollte das auch besser funktionieren. Und ich bin mir sicher, auf dem Felsbogen da unten, da werden wir jetzt gleich ein paar Erze bekommen. Bitte. Echt nicht? Oh, da. Das ist sogar Eisen, das ist gut. Eisen brauchen wir nämlich. Schön. Das sind die drei Eisenerz, die wir für den Dietrich brauchen. Also wir können auf jeden Fall schon mal wieder zurück. Ja gut, die 8 Kaliumerz. Aber da muss ich ganz ehrlich gestehen, hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, dass wir die kriegen. Aber ich hatte jetzt zumindest gehofft, dass ich so zwei. Boah, wieder in so einen Wolf reingestiefelt. Dass ich so zwei, drei irgendwie kriege. Oder mindestens ein Brocken. Nichts. Ja, nichts. Gut, ist egal. Dann gehen wir jetzt wieder Richtung nach Hause. Und dann stelle ich. Erstmal können wir dann wahrscheinlich den Dietrich bauen. Gehen wir gleich nochmal los. Und zum Zweiten stelle ich dann einfach die beiden Bohrer unten auf dieses, ich weiß nicht, Zink. Zink heißt es, glaube ich, um. So dass, ja, wir, auch wenn wir jetzt auf Lootausflug sind, wenn wir wiederkommen, definitiv genug von dem blauen Zeug haben. Zink. Zink heißt es. Ich bin schon wieder am Sprinten die ganze Zeit. Nichts. Überhaupt nichts. Na gut, zumindest hat es mit dem Eisen geklappt. Schmeiße ich das jetzt erstmal rein da unten. Da ist noch eine Kiste. Wo sind die Jäger? Der ist da hinten. Das dürfte ihn nicht sonderlich stören, wenn ich hier gerade loot. Dann nehmen wir die einmal gerade mit hier. Herrlich. Na super, klasse. So. Nee, pass auf. Weißt du, was wir jetzt machen? Ich hack hier nochmal ein Loch rein, weil ich glaube, so circa hier müsste es sein. Ist eigentlich immer so eine Stelle, wo es eine Menge Algen gibt. Vielleicht kriege ich ja hier ein paar Algen noch rein. Zack. Ja, guck mal hier, direkt zwei, drei Stück. Eins und da vorne ist noch eine Muschel. Da lohnt es sich eigentlich schon direkt noch mal reinzutauchen hier. Erstmal raus. Alle hopp. Und noch mal Muschel war in die Richtung. Spitzhacke. Oh, das wird eine enge Kiste. Aber es geht. Und auf dem Rückweg die Alge auch noch eingepackt. Ja, ich denke, einen Hit kriege ich ab. Oder vielleicht auch zwei. Passt. Sehr schön. Das ist auf jeden Fall unser Gegenmittel. Ist nur die Frage, ob ich das jetzt schon nehme. Oder ob ich mir das jetzt einfach aufhebe für da unten, wenn die Fledermäuse erledigt sind. Das muss ich mir noch überlegen, wie ich das am besten mache. So, dann als erstes einmal hier rein. Und Eisen in Auftrag geben. Das kann damit hin. Genau, die vier Algen habe ich. Das habe ich. Und was brauchte ich noch? Irgendwas war doch da noch. Ah ja, die Leber. Die Leber. So, Gegenmittel läuft auch. Perle brauche ich drüben. Gewehr braucht aktuell keine Muni. Das war für den Dietrich, ne? Die beiden, die. Ah ja, und das Eisenerzzeug, da warte ich ja jetzt gerade drauf. Dann schmeißen wir das jetzt erstmal alles wieder raus. Perle geht hier raus.
Das geht hier raus. Ach, guck mal. Das Zeug für den Dietrich hatte ich schon. Naja, ist nicht schlimm. Passt. Halt. Die noch. Das noch. Das, das, das. Und das. Ich habe mir nicht gemerkt, wie viel wir brauchen. Noch zwei. Gut, dann gehe ich jetzt runter, stelle die anderen Dinger schon mal auf Zink um. Habe ich hier noch irgendwo ein... Nee, habe ich nicht. Gut, dann machen wir das schnell. Einmal auf Zink umstellen. Dass wir das auch haben. Und dann können wir gleich den Dietrich bauen und dann laufen wir nochmal los. Das klingt nach einem guten Plan. Das kriegen wir hin. Zack, einmal abgetaucht. Das nehmen wir mit, stellen wir auf Zink um. Das nehmen wir mit, stellen wir auf Zink um. Algen. Ne, nicht zuführe ich jetzt nochmal. Oh, daneben. So, den Teil haben wir. Noch mehr Eisen. Einer fehlt noch. Ein einziger fehlt noch. Ich esse mal ein bisschen was. Premium-Futter ist ja jetzt wieder uninteressant durch diese blöde Infektion. Einen Spawnpunkt habe ich. Ich mache jetzt noch einen zweiten, weil ich genug Mats dafür tatsächlich gerade habe. Und jetzt gehen wir noch den Dietrich in Auftrag geben. Sehr cool, das läuft. Gut, und wirklich jetzt in Anbetracht der Tatsache, dass ich jetzt wohl ja doch noch ein bisschen hier verweilen werde, werde ich mir das noch reintun. Weil alles andere wäre ja grob fahrlässig, so würde ich es jetzt mal nennen wollen. Nee, hier rein. Haben wir noch irgendwas an Samen? Nee, nichts, was relevant wäre. Gut, dann laufen wir noch mal los. Den Dietrich nehme ich natürlich diesmal wieder mit. Da ist er. Werte sind wieder in Ordnung. Dann können wir. Gehen wir mal hier lang. Für Pflanzenfasern renne ich jetzt natürlich keine Umwege. Das ist Quatsch. Hasen. Da hinten an dem Felsen, da findet man öfter mal was. Oh, warte, Metallschrott, dafür laufe ich einen kleinen Umweg. Mir gerade nicht sicher, aber da scheint auch nichts zu sein. Ja gut, es ist definitiv auch so, dass im Winter die Ressourcen eingeschränkt sind. Also was heißt eingeschränkt? Es gibt weniger einfach als in den anderen Jahreszeiten, was ja auch irgendwie Sinn ergibt. Mal abgesehen davon, dass sie schwerer zu finden sind. Da hinten ist ein Plop. Ein Erzblocken. Ich würde so gerne im Winter mal zu dieser Höhlenlocation da hinten hinrennen. Da, wo man ja eigentlich immer Erze bekommt. Das Problem ist einfach nur, dass ich dafür eine Menge Hitzepacks bräuchte. Kupfer habe ich auch nichts dagegen, da brauchen wir noch reichlich von. Da ist noch ein Pickel. Komme ich da von oben wahrscheinlich am besten dran? Oh, guck mal hier. Mega nice. Zwei Pickel gleich. Habe ich nicht gerade gesagt, dass das im Winter wieder seltener wird? Das ist der Kupfer, der Zink und hier haben wir nochmal Eisen. Alles, was ich brauche, das gute Zeug. Eigentlich brauche ich aktuell alles außer Kalium. Kalium brauche ich, glaube ich, aktuell nicht.
Müsste ich eigentlich auch mal ändern. Ich muss ja eigentlich nur Munition basteln. Wobei für Munition eher Zink im Moment wieder das Problem ist. Kalium ist ja für die Hülsen, glaube ich. Und da habe ich ja reichlich von. Also ich muss sagen, auch hier mit den Wasserfällen und so, es ist einfach geil gezeichnet. Das kann man wirklich nicht anders sagen. Ich finde es richtig schön gemacht. Es sieht so hammer aus. Jo, so. Weiter im Text. Da. Nochmal Eisen. Das ist gut. Mit dem Eisen können wir arbeiten. So. Ja, und dann jetzt zur weiteren Planung. Also ich werde mit sehr großer Wahrscheinlichkeit, also ich werde jetzt auf jeden Fall offscreen nochmal einiges tun. Nach dieser Folge. Und zwar nochmal die Algen zusammenfischen. Damit ich noch ein Gegenmittel in der Tasche habe für die Fledermäuse. Da rennt er los. Oh, und lebt sogar. Sehr cool. Nehmen wir mit. Haben wir das auch. Ja, Hühner hatte ich übrigens komplett voll gemacht. Wie gesagt, eigentlich war ich in Gedanken schon am Losrennen. Und dann ist mir das mit dieser Taucherflasche noch aufgefallen. Wie viel haben wir jetzt eigentlich? Vier. Das ist ja schon die halbe Miete. Wenn die anderen zweimal durchgelaufen sind, jetzt während wir hier rumrennen, müssten wir eigentlich genug haben. Ich laufe jetzt natürlich auch wieder zurück. Das Hühnchen will ich lebend unterbringen. Definitiv. Und dann muss ich echt hoffen, dass wir schnell genug wieder da sind, dass die drei Hühner nicht verrecken. Wegen Essen und so. Weiter, weiter. Nehmen wir direkt. Ach komm, die eine Kiste kann ich noch mitnehmen. Die Kiste nehme ich natürlich noch mit. So. Jetzt aber ab nach Hause, Hühnchen einpacken. Zink in Auftrag geben. Da ist wieder ein Wolf, der mich zum Umweg zwingt. Ne, ist keine Premium-Kiste. Das wäre das Einzige, wofür ich jetzt auch den Kurs nochmal verlassen würde. Für eine Premium-Kiste. So. Hier ist aber nichts. Ich laufe mal einmal übers Fundament, falls mir der olle Wolf noch im Nacken hängt. Rein mit dem Hühnchen. Ja, wie ihr seht, also es ist echt krass, wie wenig das eigentlich, also wie kurz das nur anhält mit dem Essen, ne? So, zwei Durchläufe pro. Na, fast. Algen. Eine Muschel. Davon muss ich nochmal rein. Tut mir leid. Aber das kann ich nicht stehen lassen. So nah. Komme ich da überhaupt dran? Das wäre es ja. Sie spawnt hier und ich komme nicht ran. Zack. Sehr cool. So. Oh, da ist was ausgegangen. Genügt mir für den Moment. Das dahin. Ach Mist, ich habe meine Flasche gar nicht aufgefüllt. So, Eisen. Zink. Das war jetzt erstmal so oberste Prämisse noch. Die schmeiße ich jetzt mal hier noch rein. Zack, 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 zack. Komponenten, das auch. Das kommt in die andere Kiste. Das auch, das auch.
So bin ich erstmal zufrieden. Jetzt stelle ich nur gerade schon wieder fest, dass ich schon wieder nicht genug Kraftstoff am Start habe, glaube ich. Jo. Ja, ein bisschen habe ich noch, aber das ist ja wirklich nicht der Rede wert. Na, einmal geht noch. So, dann lass jetzt doch nochmal hochgehen, gucken, was hier bei den Feldern so abgeht. Hier nicht allzu viel. Kann ich nochmal gießen, das mache ich aber offscreen. Hier ist auch noch nichts fertig, aber das kann rein. So, und hier geht's los. Zieht's euch rein. Also das ist schon enorm, wie schnell so ein Feld dann einfach fertig wird. Das Problem ist, ich habe schon wieder nicht genug Tomaten, um die hier reinzuballern. Mache ich den Rest wieder mit Krauten voll. Passt. Und Dünger rein. Läuft. Ja, also bei dem Feld mache ich mir die wenigsten Sorgen. Hier sind ja auch Tomaten jetzt tonnenweise drin. Also ich sag mal, sobald die nächste Tomatenernte durch ist, sollte das Thema wirklich vom Tisch sein. Thema Wolle haben wir. Eine Möhre haben wir. Und jetzt wollte ich, wie gesagt, hier vorne... Halt, stopp, erst nochmal zurück. Zwar hier nochmal reintauchen. Jetzt sollten die Dinger ja wohl durchgelaufen sein hier. So, und jetzt stellen wir nochmal um auf Kupfer und auf Eisen. Nochmal wegen Algen. Oh, guck mal hier. Die nehme ich natürlich noch mit hier. Zack. Zack. Schon mal eine Alge weniger. Guck mal, passt auch vom Timing. Wird schon wieder dunkel draußen. Dann, zack. 6, 8 passt. Sehr cool. Das kommt hier mit rein. Das baue ich dann eben nach. Tutto perfecto. Ist schon aus? Ja, ist schon aus. Schade. Egal. Baue ich jetzt hiervon auch nochmal schnell eins nach, dass wir das auch noch haben. Und dann passt das auch. Okay, gut, dann würde ich sagen, in diesem Sinne, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Abo und ein Like da. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Und da bin ich mir definitiv sicher, dass wir zumindest die Höhle sehen werden. Ob wir dann einen Höhlenausflug machen, will ich jetzt noch nicht versprechen. Aber es wird auf jeden Fall, wir gehen auf jeden Fall in Richtung Höhle und werden dort auch reingehen. Also, macht's gut. Tschüss.